Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, es ist wieder ein Quartal vergangen und es ist wieder Zeit für die aktuellen Zahlen unserer Portfoliostrukturen. Darüber möchte ich in diesem Video mit dir sprechen. Es ist, wie gesagt, viel passiert an den Weltmärkten. Geopolitisch hat sich auch einiges getan, ja, aber wir wollen uns heute um die nackten Zahlen, die nackten Ergebnisse kümmern. Unsere Geldanlagestrukturen, wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage, Erfolg und Unternehmertum dein Thema ist, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Ich würde sagen, es lohnt sich. Und dann hast du auch mal einen direkten Vergleich zu deinen Portfoliostrukturen, wie du dein Geld managst. Würde mich auch in den Kommentaren mal freuen, ja, wenn du da das mal zum Besten gibst, wie du im Schnitt dabei bist. Nach dem kleinen Intro geht's los. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, wie gesagt, ein Quartal ist wieder zu Ende. Viel los an den Weltmärkten, Zinsanpassungen auf der einen Seite, geostrategische Spannungen auf der anderen Seite. Ja, die Notenbanken intervenieren weiter mit Zinsanpassungen, was sich natürlich auf deine Geldanlage auswirkt. Und darüber wollen wir in diesem Video natürlich sprechen. Ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß natürlich, dass ich natürlich auch ein Verfechter des wissenschaftlichen Investierens bin, dass ich also nicht müde werde, an der Stelle zu wiederholen, wie es die Großen machen. Also wichtig ist immer, wir blenden es an der Stelle auch nochmal ein. Für die, die vielleicht neu sind und die, die es kennen, für die ist es eine Wiederholung. Wir haben ja kürzlich auch in einem Video gezeigt, wie wichtig es ist, nicht zyklische Aktien, defensive Aktien in seinem Portfolio zu haben, um dann eben auch ein Gegenhedge zu haben in so einer schwierigen Zeit. Aber da kommen wir gleich dazu. Also wir blenden es hier nochmal ein. Wichtig ist immer wieder, dass man mit seiner kompletten Geldanlage, ja, und je größer das Vermögen wird, desto wichtiger wird das Ganze, einen kompletten Konjunkturverlauf spielt. Ja, der besteht aus drei Phasen. Das ist der Aufschwung, die Hochkonjunktur und ein Abschwung. Und das kann man wunderbar abbilden, ohne großartig zu wetten. Ja, also weil, wie gesagt, es liegt nicht in unserer Strategie und auch nicht in unserer Natur, Wetten auf die Märkte abzugeben, sondern wir wissen, und das ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es entscheidend ist, dass du, wenn du langfristig investierst und dort die Überrendite abholen willst am Markt, dass es das Wichtigste ist, dass du einfach an den besten Tagen im jeweiligen Markt investiert bist. Ja, wir haben das hier schon an vielen in vielen Videos erwähnt, wie das im Aktienmarkt sich verhält. Und da gibt es wunderbare Studien darüber. Und demnächst werden wir mal ein Video zum Thema Gold machen, wo wir auch mal die besten Tage des Goldmarktes erörtern wollen, wie wichtig das ist, die nicht zu verpassen. Aber heute geht es einfach darum, schau dir das an. Also drei Zyklen gibt es, also Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung. Wir befinden uns ja gerade eher so in der Abschwungphase. Deutschland steuert auf eine Rezession, die ganze Welt. Müssen wir gucken, wie sich es weiterentwickelt. Und da ist eben entscheidend, dass man die entsprechenden Branchen beimischt. Und die moderne Portfoliotheorie sagt natürlich, das Beste ist, Gewichtungen zu haben in jeder Assetklasse, mit einer prozentualen Gewichtung am Start zu sein. Aber die Gewichtung muss so aussehen, dass also die so groß ist, dass sie das komplette Portfolio beeinflussen kann auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch nicht komplett vernichten kann, wenn jetzt mal so eine Position eben scheitert. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder feststelle. Viele Menschen wetten gegen den Markt. Also die gehen dann her und sagen, okay, jetzt ist die Zeit für Gold, dann funktioniert Gold nicht. Also wenn man sich nur die Zeit von 2020 bis heute anschaut, seit dem Höchststand, ja, 2060 Dollar, bis vor kurzem knapp um die 1600 Dollar. Also da ist ganz viel nach unten korrigiert. Also deswegen ist es wichtig, dass man eben ein ausgewogenes Portfolio hat in diesen drei Zyklen. Also die gute Börsenphase ist klar. Ja, also wenn die Aktien gut laufen, muss ich schon dort sein, prozentual gewichtet. Wenn ich dann in eine Abschwungphase gerate, also dann die Rezession ein Thema spielt, ja, also eine deflationäre Phase, eine inflationäre Phase oder das seltene Phänomen der Stagflation, all diese Dinge muss ich in meinem Portfolio spielen, weil wenn ich so spiele und prozentual überall da gewichtet bin, wo dann gerade was geht, ja, und wie gesagt, immer an die besten Tage denken, also die besten Tage darf ich nicht verpassen, damit ich langfristig eben diese außergewöhnliche Performance abhole, ist wissenschaftlich bewiesen. Dann muss ich eben da sein. Und das ist unsere Philosophie des Investierens, langfristig zu denken, am Markt zu bleiben, nicht wegzurennen, wenn es eben mal nicht funktioniert. Und vor allem das breit gestreute Portfolio. Weil auch das ist wissenschaftlich bewiesen, dass kein Mensch mit Stockpicking langfristig den Markt schlagen kann. Also wir wollen hier mit einem großen Weltportfolio, ja, in den einzelnen Assetklassen punkten. Und das funktioniert richtig gut. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die nackten Zahlen an.
Mein Verweis an der Stelle in der Videobeschreibung, auch hier wollen wir es nochmal einblenden, damit du das auch nochmal aufarbeiten kannst. Also das sind die Quartalszahlen des dritten Quartals. Also die Videos werden wir unten nochmal verlinken in der Videobeschreibung, auch nochmal einblenden, dass du siehst, was in dem Jahr passiert ist. Also Quartal 1, 2 und 3, das ist das heutige. Wenn du dir alle nochmal anschaust, dann hast du da einen wunderbaren Überblick, wie sich unsere Portfolien verhalten. Das nächste ist ganz einfach hier nochmal der Verweis auf das kürzliche Video, also wo es um einen Nahrungsmittelhersteller geht, der außerordentlich performt hat, weshalb eben diese defensiven, nicht zyklischen Werte in so einer Phase Gold wert sein können. Also wenn du dir das nochmal anschaust, dann hast du einen guten Baukasten. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt zu den Zahlen. Also wir haben ja im Endeffekt diesen Gedanken, diesen kompletten Konjunkturverlauf zu spielen. Und da möchte ich mal anfangen mit den Werten, die jetzt im Endeffekt bei uns zwar da sind, aber nicht so oft von unseren Mandanten gezeichnet sind, weil viele und die meisten haben es jetzt dann doch auch verstanden durch die vielen Gespräche, die man führt und auch durch diese ständige Kontakte über die Quartalszahlen hinweg, dass man also langfristig investiert sein muss, um langfristig dann auch die Inflation zu schlagen, dass man nur langfristigen Vermögen aufbauen kann, auch nur langfristigen Vermögen sichern kann. Das geht kurzfristig nicht, weil das eben dann Wetten wären, die gut gehen können oder halt eben auch nicht. Und das ist eben nicht unser Ansatz. Wir haben nichts zu verzocken. Da geht es um Lebensleistungen, die uns anvertraut werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich die Zahlen dazu mal anschaut. Die ersten beiden Portfolien wie immer. Die Aktienquote wird durch die Zahl genannt, also 3F20-Portfolio. Das liegt also in den ersten drei Quartalen 2022 jetzt mit -8,36% im Minus. Ja, wir gucken uns gleich mal ein paar Vergleichsindexe an. Ist ein Portfolio, das eigentlich mehr zum Geldparken gedacht ist. Aber natürlich haben da die Anleihen jetzt auch natürlich gelitten durch die Zinsanpassung. Das wird sich im Laufe der Zeit wieder regulieren. Das ist also der aktuelle Stand, ist eine Rebalancing-Strategie. Dann haben wir das 3F40, da möchte ich auch ganz kurz nur darauf eingehen, weil es für meine Mandanten wichtig ist. Da liegen wir bei -8,51% in den ersten drei Quartalen 2022. So, und dann geht es einfach weiter. Also diese Portfolien bestehen aus die großen mit großer Aktienquote, aus 10.000 bis 15.000 Unternehmensbeteiligungen weltweit, also unsere komplette Strategie, verhindert natürlich ein Klumpenrisiko. Und ihr werdet auch gleich sehen, Klumpenrisiko, wenn man jetzt den MSCI World zu Rate zieht, den möchte ich an der Stelle schon mal rausholen. Also der MSCI World Index, ein Vergleichsindex, der aus ca. 1600 Unternehmen weltweit besteht, hat ein Klumpenrisiko, weil die größten Unternehmen fast 20% des ganzen Index ausmachen. Und diese Big-Unternehmen, diese Tech-Unternehmen auch, die sorgen natürlich dafür, wenn es dann einmal zu einem Rücksetzer kommt, dass der MSCI World auch extrem leidet. Also hat jetzt in den ersten drei Quartalen -26,62% generiert. Ist natürlich klar, ja, also ist auch vielleicht eine Kaufchance für den einen oder anderen. Es kommt immer auf deine Strategie drauf an. Aber wir haben jetzt mit unseren Portfolien, wenn ich jetzt das 3F60 mir anschaue, das hat jetzt im laufenden Jahr, also in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum MSCI, der also -26,62% generiert, das ist natürlich ein Aktienfonds mit 100% Aktienquote, Aktienindex, Entschuldigung. Das 3F60 hat 60% Aktienquote, aber es hat auch nur -8,45% Performance gemacht, also -8,45 im Vergleich zu -26. Das ist das moderatere, 60% Aktienquote. Wenn ich jetzt das mit 80% Aktienquote anschaue, das liegt auch an der Beimischung der restlichen 20%. Es hat in dem Fall -8,42% generiert im Vergleich zu -26,62 beim MSCI World. Also hat 80% Aktienquote zu 100% Aktienquote. Also man sieht auch gleich, wie man hier die Volatilität spielen kann mit so einem breit gestreuten Portfolio, welches dann natürlich auch, und das ist, sind die anderen Videos, die ich genannt habe, vor allem das mit defensiven Aktien mal anschauen, solche Kandidaten auch natürlich in seinem Portfolio weiß. Und da bin ich natürlich in der Lage, dann auch solche Phasen relativ oder moderater abzubilden dann mit einer geringeren Volatilität, wie jetzt beispielsweise der MSCI World. Also da können wir uns auf jeden Fall sehen lassen. Ich bin noch die beiden, beim 3F60 und beim 3F80 bin ich noch die Performance schuldig seit Auflage. Das ist beim 3F60 sind wir jetzt natürlich von über 6% trotzdem nach unten gerutscht auf 3,56% pro Jahr.
Das ist nach Kosten und Steuern, nach laufender Steuer. Und beim 3F80 liegt man aktuell auch nur noch bei 5,15% per anno Rendite. Das liegt natürlich an dem Rücksetzer, aber Rebalancing-Strategie. Und natürlich bei der nächsten HOS werden wir da natürlich wieder Richtung zweistellig unterwegs sein. Also das ist mal das Thema, das sind die Zahlen für die, ich sage jetzt mal, Aufschwung- und Hochkonjunkturphase gepaart mit ein bisschen Abschwung. Aber wie gesagt, und das ist ja das heutige Thema, wir haben eine gigantisch hohe Staatsverschuldung. Wir haben weltweite Probleme mit den Währungen. Wir haben, wie gesagt, dann auch Krieg und viele Dinge, die also die Märkte belasten. Und wir wissen alle nicht, was kommt. Und aus dem Grund habe ich ja mein sogenanntes Nachhaltigkeitsdepot erfunden, sage ich jetzt mal. Ich habe es gebaut im Jahr 2015 nach meiner einjährigen Recherche, in der ich mir 384 Jahre Kapitalmärkte angesehen habe, mit den darin 22 größten Krisen der Menschheit, und die Quintessenz steckt in diesem Portfolio, und es zeigt jetzt also auch die aktuelle Zeit wieder, wie wichtig dieser Gegenhedge zu den erstgenannten Portfolien ist. Und wenn man sich das Nachhaltigkeitsdepot anschaut, da spielt natürlich Gold eine ganz große Rolle, also Goldminen in dem Fall. Und da haben wir in den ersten drei Quartalen minus 6,16% hingelegt. Da bringe ich aber auch gleich die per anno Rendite mit. Und die liegt bei plus 11,13% pro Jahr. Also das ist seit 2015 natürlich eine außerordentliche Performance, die wir da abgeliefert haben, also nach Kosten und laufender Steuer. Und das Entscheidende dabei ist, dass der Hui-Index, wenn man sich jetzt mal die Leute anguckt, die also wie gesagt auf Gold setzen, die Goldminen und Gold zu 80% vielleicht in ihrem Portfolio haben, aus Angst, dann liegt der Hui-Index, das ist der Index für Goldminenbetreiber, bei minus 23,23% genau in den ersten drei Quartalen. Wir liegen aber nur bei minus 6,16. Das liegt aber daran, weil wir in diesem Portfolio auch wiederum nicht nur auf Gold setzen, sondern nach moderner Portfoliotheorie einfach dort eine prozentuale Gewichtung fahren, die immer wieder herstellen. Das ist das, was ich an der Stelle auch immer wieder betone, dass man eine prozentuale Gewichtung hat von den wichtigsten Assetklassen, die immer wieder herstellen. Das heißt automatisch, wenn dort ein Übergewicht entsteht, greife ich die Gewinne mal ab, investiere dort, wo es günstig wird. Und das kann man automatisieren, und wir haben das automatisiert in unseren Portfoliostrukturen. Hat den größten Vorteil überhaupt, dass es deine oder die Emotionen der Mandanten komplett außen vor lässt und einfach nur die Gewichtung immer wieder herstellt. Und wie gesagt, hier lässt das Ergebnis natürlich dann auch keine Fragen offen, denke ich. Ja, also wie gesagt, hier mit dem Nachhaltigkeitsdepot, das Depot für den Abschwung, speziell für den Abschwung gebaut, mit nicht zyklischen Werten vor allem auch, hat hier wunderbare Arbeit geleistet. Also auch wenn Gold überhaupt nicht funktioniert hat, ja, die letzten zwei Jahre, wenn man das so will, also seit August 2020 bis jetzt, ja, also immer wieder Rücksätze, aber durch das Nachkaufen sind wir natürlich bei der nächsten Goldhorst sofort dabei, haben die Stückzahl erhöht dort und würden dann die nächste Gegenbewegung komplett mitmachen. Da ist Öl mit drin, um das nochmal aufzugreifen. Öl hat natürlich wunderbar performt im laufenden Jahr, in den ersten drei Quartalen. Wir haben Lithium mit dabei, Dividendenpapiere, Essen und Trinken, Versorger, um das einfach nochmal aufzugreifen, und eben diverse Rohstoffe, Goldminen und restliche Bergbaugeschichten, die natürlich auch in den letzten Jahren außerordentlich performt haben. Und das Portfolio kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist ein gern gezeichnetes Portfolio bei uns. Viele Menschen haben das natürlich, wie gesagt, in Kombination mit den anderen Strukturen ist es entscheidend, dass man das also dann gewichtet, auch die Portfoliostrukturen gewichtet mit einer bestimmten prozentualen Zusammensetzung, und dann passt die Durchschnittsrendite auch. Ja. Was wir natürlich noch haben, und das ist auch ein ganz tolles Portfolio, das ist also unser nächstes Megatrend-Portfolio, das ist das Chance-Depot genannt. Also dort spielen wir Dinge wie Blockchain-Technologie, erneuerbare Energien, Wasserstoff, Brennstoffzelle, künstliche Intelligenz, Big Data, ja, um mal nur einige zu nennen, Wasserstoff indirekt über Aktien halt alles, ja. Also dort, dann der Gegenhedge dort ist Gold und Silber mit einer Rebalancing-Strategie. Das Depot hat natürlich im laufenden Jahr extrem gelitten, mit minus 16,92%. Ja, wenn ich mir jetzt den Remix-Index anschaue in der gleichen Zeit,
Der liegt knapp einstellig gerade im Minus, aber hier an der Stelle muss man auch ehrlich sein, wir haben oben den EHU-Index verwendet, ja, also der, wie gesagt, die Goldminenbetreiber abbildet. Ich habe es mit dem Nachhaltigkeitsdepot verglichen, ist auch klar, jetzt muss ich auch da Farbe bekennen und muss sagen, okay, wir spielen dort natürlich nicht nur erneuerbare Energien, also alles, was in diesem Remix-Index stattfindet, ja, sondern wir haben ja auch Dinge drin, wie diese Blockchain-Technologie, wie künstliche Intelligenz, Robotik und diese ganzen Themen. Wir haben Gold und Silber nochmal beigemischt, Silberminen vor allem auch ganz wichtig. Ja, also es ist ja gerade diese Geschichte im Gange mit der Geschichte, dass also die Differenzbesteuerung bei Silbermünzen da entfallen soll. Wie gesagt, ich sage immer, beides haben ist ideal. Auf der einen Seite die physischen Werte in Gold und Silber, auf der anderen Seite die Minen, wenn es mal zu Verboten kommt, vor allem bei Gold, das haben wir schon gesehen, habe ich die Mine dagegen. Über unsere Spezialpolice außerhalb der Eurozone kann man das auch physisch immer noch wunderbar zeichnen. Das ist also auch nach wie vor Thema. Und bei diesem Chance-Depot ist es so, minus 16,92 in den ersten drei Quartalen ist natürlich eine wunderbare Nachkaufchance, wenn man automatisierte Prozesse hat. Und trotzdem liegen wir seit Auflage immer noch zweistellig im Plus, also plus 10,19% per anno Rendite seit Auflage. Auch das kann sich sehen lassen und da sieht man also auch gleich, also wie so eine Portfoliostruktur aussehen kann. Also die meisten Mandanten haben drei Strukturen bei uns. Also wie gesagt, eines der 3F-Portfolien, dann das Nachhaltigkeitsdepot, das Chancendepot kombiniert und dann haben wir noch eine 200-Tage-Linie-Strategie, die würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen, weil die zu erklärungsbedürftig ist. Die kann man auch noch beimischen als Pufferzone für Nachkaufmöglichkeiten in ganz schwierigen Phasen. Das haben wir im Jahr 2020 gemacht. Gibt es das Video hier auch noch, Handlungsempfehlungen von damals. Also wir laden das ja auch immer hoch, wenn solche Ad-Hoc-Geschichten laufen, wie damals während der C-Krise, Lockdown 1, Märkte im Eiltempo nach unten. Da haben wir also da nachinvestiert und das schaut natürlich dann bei dem einen oder anderen richtig gut aus, der da nochmal antizyklisch nachgekauft hat. Und das ist unser Thema. Ja. Also wie gesagt, das waren jetzt heute die Werte. Und ich kann dir, wenn du dich besonders für das Thema interessierst und das vielleicht auch mit deinen Portfoliostrukturen vergleichst, dass du einfach mal die Videos anschaust, Quartal 1, Quartal 2 und auch nochmal das Thema dir anschaust mit den defensiven Werten, Nahrungsmittelindustrie, was ich da mitgebracht habe. Das war jetzt eine Einzelfirma, die ich mal beleuchtet habe. Aber wie gesagt, da sind wir natürlich auch speziell nochmal übergewichtet investiert, um eben in diesen Phasen dann auch eine gute Vola zu haben, also das Ganze abdecken wollen durch defensive Werte. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Also wie gesagt, wenn du selbst nicht in der Lage bist, dir so ein Portfolio zu bauen oder eine Geldanlage zu bauen, die dich emotionslos langfristig dazu bringt, ein Vermögen aufzubauen oder ein Vermögen zu sichern oder in Rente zu gehen mit einem heutigen Vermögen, mit einem Entnahmeplan, wenn du das selbst nicht kannst, ja, dann kann ich dir nur raten, mal zum Hörer zu greifen, ein kostenloses Kennenlerngespräch zu buchen. Wir reden mal, gucken, ob wir zusammenpassen, was wir vielleicht gemeinsam tun können. Und dann bleibt mir wie immer nichts anderes, als dir vor allem Gesundheit zu wünschen, dir und deiner Familie, dass hier alles gut ausgeht, was da gerade im Argen liegt. Und ansonsten bleib sicher mit deinem Geld. Bis zum nächsten Video. Dein Marco Reus.